Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, euer Lemming, und ich heiße euch alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns mal diese Festung hier reinziehen und ja, gucken wir uns die einfach erstmal an. In der Vorstellungsrunde haben wir ja die ein bisschen näher besprochen. Jetzt stelle ich sie einfach nochmal kurz vor: Satra der Treue, Hork der Verrückte, Ishmoz der Hand, Hork der Wahnsinnige, Abenno der Langweiler, Prak die Legende und Hork den Älteren. Hier sind auf jeden Fall ein paar Uruks dabei, die recht nice sind. Außerdem gab es auch eine Challenge dabei, nämlich dass ich hier mit nur Speerwerfern angreife. Aber komm, wir machen das auch so. So. Und wenn wir schon mal dabei sind, hier noch eine brennende Kavallerie. So, so sieht das doch gut aus, ne? Und ja. Aber hier die Jungs, ne? Ich glaube, das bin ich jetzt ein bisschen schnell durchgesappt. Da jetzt auch wieder. Ah ja, egal, ich bin jetzt heiß. Kommt, dann greifen wir jetzt einfach mal an direkt. Let's go. So, damit stehen wir jetzt vor der Zitadelle und wollen sie auch jetzt direkt angreifen. Ich freue mich schon mal darauf, was es hier so Feines drin gibt. Besonders fände ich es nice, wenn hier mal ein paar geile Dialoge rauskommen. Das ist ja leider nicht immer bei allen Uruks gegeben, was ja ziemlich schade ist eigentlich. Aber ich glaube, da kriegen wir auch die Möglichkeit, eine bessere Möglichkeit, Dialoge zu haben, weil ich ja mit einer komplett eigentlich uneingespielten Truppe hier kämpfe, was zum Geier. Oh. Oh, what the fuck? Ich muss jetzt hier aufpassen, nicht, dass ich hier eins in die Fresse krieg. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Hier, das. Komm, sprich. Oh, scheiß 80. Da ist der Verrückte. Da ist der Verrückte. Hork, der Verrückte. Wie geil. Genau auf sowas habe ich gehofft, so etwas zu finden. Oh, und dem scheint auch das Gehirn zu fehlen. Oh, shit. Hat er mich erwischt. Das sind halt diese scheiß Berserker, ne? Oh, Kacke. Hä? Und der sieht dem anderen auch relativ ähnlich. Wo ist der? Wo ist der? Ah. Ist. Der eine scheint. Oh, tack gerade Hirnlose. Okay. Ja, der passt auch eigentlich ganz gut. Oh, und was ist das für einer? Warum? Aber, ey, geil, das ist so ein Thema, was man sich hier für diesen Siegpunkt ausgedacht hat. Was sich hier der liebe Danny für den Siegpunkt ausgedacht hat. Was natürlich auch eine geile Idee ist. So Siegpunktthemen. So einfach an den Häuptling, den ihr dort habt, einfach mal die Uruks, die ihr als Leibwächter dem gibt, einfach mal daran anpassen. Komm, ich will noch mal dem seine letzten Worte hören. Wenn ich schon so einen Verrückten hab und die natürlich auch so eigene Dialoge haben, die sie dann auch natürlich nutzen, ist das natürlich noch mal um einiges besser. Und ich finde, das, Alter, jetzt sei doch mal so aggressiv. Wow, shit. Oh, kack. Was geht denn jetzt ab? Oh, der Nachtbringer ist tot. Naja. Ist aber auch eine interessante Dialoge, sagen die immer. Oh, der Verrückte ist jetzt. Ein sehr schöner Teppich. Wie oft soll ich es nochmal sagen? Das ist kein Teppich, das ist mein Umhang. Hack mir den mit dem Kopf ab hier. Hat er eh nicht richtig benutzt. Oh, das schien wehgetan zu haben. Aber sau nice irgendwie. Ohne Scheiß. Und hier ist auch noch der Langweiler. Mit dem muss ich auch schwätzen. Weil, ohne Scheiß, mit so einem will man. Es gehört einfach dazu. Muss man einfach mit denen reden. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass meine Jungs jetzt hier unerwarteterweise. Auatsch. Ich krieg direkt eins in die Fresse gebolzt. Volles Rohr. Das ist nicht ganz so nett. Ist schade, dass ich nicht mit dem Hirnlosen gesprochen habe. Es wäre cool gewesen, wenn der auch so komisches Geschwätz so loslässt. Ein sehr schöner Teppich. Das ist mein scheiß Umhang, ey. Was geht ab mit dem?
Man muss ja ein bisschen hier, ein bisschen Leben hier holen. So. Oh, scheiße. Was geht denn jetzt ab? Wo bin ich denn jetzt? Oh, scheiße. Oh nein, nicht den Langweiler umbringen. Bitte nicht den Langweiler umbringen. Bitte nicht den Langweiler. Oh ja, cool. Verreckt man wirklich qualvoll. Tut mir leid. Ah ja, okay. Oh, komm jetzt, bitte sag jetzt nicht, dass der jetzt hier nicht noch einen besseren Dialog hat. Wenn der jetzt nämlich keinen besseren Dialog hat, wäre das echt scheiße. Komm! Komm, jetzt! Na mach schon, bring es zu Ende. Für dich endet es auch, wenn du auf den Oberherrn triffst. Was ein Scheiß! Die haben normalerweise, schwätzen die immer von der Geschichte von Mittelerde. Was? Das ist so krank, das ist, was halt sau nice ist, aber dass der das nicht gemacht hat, das ist ja schon, oh, das ist ja schon fast kriminell von dem. Mist, scheiße. Naja, egal. Ah ja, das ist doch auch schön. Du tötest für den hellen Herrscher. Oh, was zum Teufel. Also von an Verrückten mangelt dem hier echt nicht, dieser Festung. Also so gar nicht. Hör mal noch mal. Das hört schon an wie so ein Buzzer bei so einer Quizshow. Ich weiß die Antwort. Oh, was haben wir denn hier alles Feines? Das eine ist ein Schatten, glaube ich. Boah, shit, sind das hier viele. Ach du Kacke. Oh, krass, ein Seuchenbringer ist auch mit dabei. Also, ein paar gute Uruks sind hier auf jeden Fall dabei. So. Hä? Dem fehlt sogar eine Hand. What the fuck? Geh weg! Nein! Ich hab schon fast kurz gedacht, der würde mich jetzt platt machen. Oh, schade, der ist jetzt weg. What the hell? Hier sind alles Verrückte in dieser Festung. Mal, oh, Kacke. Und da hinten wird einer getötet. Das ist natürlich ein bisschen... Ah, scheiße. Jawohl, eine Flamme des Krieges, nice, mit so einer Kopfverletzung, das ist auch cool. Super. Genau in dem Moment kommt die ganze scheiß Lava raus. Joa. Ah, alles klar. Werd hier voll auseinandergenommen. Kriegen sie alle volles Rohr auf den Sack, aber richtig. Oh, ein Auserwählter. Ich bin wie du, Waldläufer. Nur schneller, stärker und gerissener. Ah ja, okay. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört, so. Aber jetzt steche ich ihn ab. Jetzt tu's endlich! Töte mich! Mit dem größten Vergnügen! Einmal ins Herz, einmal umgedreht und... Ah, tot. Ich glaube, Ischmutz der Hand kennen wir auch schon öfters, ne? What the fuck? Was will der die ganze Zeit von mir? Der möchte mich die ganze Zeit umbringen, der eine hier. Nein, nein, nein. Oh, come on. Neo da. Alter. Shit. Shit, 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 shit. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, sowas ist natürlich echt... Sowas ist echt der Mist. Ich muss jetzt richtig aufpassen. Am besten... der zieht sich zurück. Ja, das ist gut. Boah. Oh, schade. Ey, jetzt bringen sie den um. Den Verrückten.
Ist jetzt auch egal. Was ist das für einer? Was zum Teufel geht hier ab? Digga! Der hat einfach mal Ratag umgebracht. Die Sau. Ey Mann, das war doch unser Ratag. Sowas macht man doch wirklich nicht. Der Undurchschaubare hat einen umgelegt. Oh geil, einer vom schwarzen Tor. Zumindest sterb ich allein. Ohne eine wimmernde, erbärmliche Familie. Oh. Bettelnd um Gnade, die sie nie bekommt. Heftig. Alter, ich bin jetzt hier irgendwie, die Animation ist total im Arsch irgendwie gerade. Aber nice, trotzdem vom schwarzen Tor, die haben ja auch immer diese speziellen, Gesprächsthemen, ne? Ich will mit dem diesem Undurchschaubaren, ich glaube, das ist der. Mit dem muss ich schwätzen. Ne, da ist er, das ist nicht der Undurchschaubare. Das ist er! Ist egal, wenn die verbluten, scheiß der Hund drauf hier. Ist ja eine Freundschaft, oh. Okay. Ja gut, wir verlieren jetzt halt alle, ne? Ja, ist jetzt nicht so. Das ist jetzt natürlich, kann man natürlich sagen, dass ich jetzt so ein bisschen scheiße von mir, aber ich weiß, dass ein undurchschaubarer, nice Gesprächsthemen liefert. Okay, wir haben jetzt natürlich wirklich ein Problem. Jetzt sterben sie natürlich echt alle. Ja. Ah ja, Hocklick hat jetzt schon mal einen umgebracht. Das ist gut. Jawohl. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Geht ab mit... Was? Jetzt weiß ich, warum der Undurchschaubare heißt, weil man einfach... Der irgend so ein Kauderwelsch schwätzt da, ey. What the fuck? Okay. Mal gucken, was es hier noch gibt. Oh, geil, ein Uralter. Ein Uralter. Das ist nice. Der Vorteil des Alters ist die Erfahrung. Aber du hast nichts gelernt, Junge. What the fuck, ey? Sau krass. Sau nice. Und das ist dieser Verrückte, ne? Der uns jetzt zweimal gekillt hat. Also fast gekillt hat, sage ich jetzt mal. Aber muss man halt aufpassen. Ich muss mal gucken, dass ich den jetzt... Oh, der schwätzt jetzt auch nochmal... Jawohl, Level 82 läuft. Natürlich ist es jetzt auch so, dass unsere ganze Truppe tot ist, ne? Beinahe. Naja, wenn der tot zum Lachen ist, ist ja alles gut, ne? Boah, ist der hässlich. Alter! Zack! Weg ist er. Bleib schön hier. So. Irgendwelche letzten Worte? Okay, scheiße, das ist ein Brecher. Mist. Ja. Okay, jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt habe ich richtig Mist gebaut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Tote von ihnen alle wegen mir sind, ne? Aber es trifft schon, würde schon echt gut den Kern der Aussage treffen, ne? Ja. Also ich glaube, das war jetzt so fast meine größte Verräterfolge.
Ne. Boah, scheiße. Ich bräuchte noch ein paar Pfeile. Jetzt sind wir halt komplett allein, ne? Ja, ich glaube, ich sollte mich schuldig fühlen, aber... Ja. Irgendwie tue ich es nicht. Dass ich so meine ganze Armee mehr oder weniger im Stich gelassen habe. Und das ja vor allem mehr oder weniger denen ihre erste Schlacht war. Meine, diese Angriffstruppe. Na. Warum haben wir Untote hier? Scheißdreck. Oh, einmal so. Ach, jetzt haben wir wenigstens ein paar weniger, gegen die wir kämpfen müssen. Ja. Auch mal schön. So eine komplette Schlacht so allein zu schlagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es meine Schuld ist, aber es war ja auch kollektive Arbeitsverweigerung von meiner Truppe hier, ne? Die hier nicht umbringen zu wollen. Die haben sich ja instinktiv geweigert, hier ihre Arbeit zu machen. Also ich sehe es da überhaupt nicht ein, hier irgendwelche Verantwortung selbst zu übernehmen. So denn auch. Ah. Oi, oi, oi. Oh shit, der hat auch noch Fluch, ey. So ein Kack. Geht jetzt ab. Ach, der ist schon wieder gebrochen. Cool. Ich will noch ein paar letzte Worte von dem. Scheiße. Mist. Ja. Gibt's hier irgendwie noch ein paar Verbündete? Ist jetzt nur mal so eine Frage, so beiläufig, ne? Gibt's hier irgendwelche, die noch bereit sind, für mich zu kämpfen? Irgendwie nicht, ne? Ich glaube, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es meine Schuld ist, ne? So. Aber irgendwie, ja, vielleicht doch. Also wir haben ja noch ein paar Untote, ne? Die sind wenigstens schön treu und loyal. Ne? Jetzt ist halt erstmal angesagt hier. So. Es sind tatsächlich alle. Ja, wir haben tatsächlich beinahe die komplette Truppe verloren. Ja. Oh ja, gut. Hier drin muss ich mich leider meines Leibwächters bedienen, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir denn da alles? Überhaupt. Wie hast du es so weit geschafft? Ach egal. Jetzt ist es vorbei. Ah ja, für dich, ne? Jetzt ist Ende. Ende in der Senke. Oh. Mir schlafen gerade die Füße ein. Manchmal ein Problem beim Zocken. Wenn einem die Füße einschlafen. Das ist eklig, ich hasse dieses Gefühl. Was haben wir hier? Oh, der Nie hat mal wieder was für mich reingepackt. Einen zweigesichtigen und der muss natürlich auch mit uns reden. Wenn er jetzt das Richtige rausballert, dann ist die Lemmingwanze richtig, richtig happy. Freut sich richtig wie ein. Ja, wie eine kleine Lemmingwanze an Weihnachten, ne? Naja, gut. Oh.
ja, ein Schwertmeister. Nice. Oh, wo ist die... Wo ist das nur hin, dass jede Waffe als Doppelwaffe gehalten werden kann, wie in Mordors Schatten. Das ist wirklich... Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist ja ein bisschen scheiße, dass es... Oh, kacke. Dass das nicht irgendwie... Wie soll ich sagen? Dass das nicht übernommen wurde. Das finde ich halt richtig, richtig, richtig schade. Damit könnte man so viele geile Sachen machen. So, wie zum Beispiel den hier umbringen. So. Einen weniger hier. Ich wusste gleich, dass du nichts als Ärger bringst. Was hab ich jetzt davon? Ah ja, hättest du halt zurückziehen können, ne? Die Schwerter sehen sau nice aus. Sieht richtig cool aus, wie bei so einem Skorpion. Aber ich würde es halt mehr feiern, wenn es dann halt wieder einen gibt, der so zwei Hämmer hat oder sowas in der Richtung. Das wäre halt richtig nice. Weil ich muss sagen, die Äxte sind, finde ich persönlich, sogar fast vom Stil her so fast schon langweilig, ne? Gut, dann gibt es noch die Sensen, aber oh, die Sensen sind halt da, ne? Oh, shit! Geil! Er spricht von seinem Bruder. Nice, er kann mit uns schwätzen. Wir müssen jetzt mal kurz schnell mal hier hoch. Ich möchte mit dem Zweigesichtigen reden. Das ist mir jetzt super wichtig. Weil wenn ich einen Zweigesichtigen habe, diesen zweigesichtigen Drecksack. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn da? Ich möchte mit dem Zweigesichtigen reden. Super, jetzt ist er benommen. Genau in dem Moment, wo ich gerade nach unten gehe, ist er wieder benommen. Was ein Scheiß. Jetzt muss ich kurz mich ein bisschen konzentrieren, damit ich jetzt schnell genug oben bin. Weil irgendwie will der nicht mit uns reden. Ich möchte ihn aber dazu zwingen, dass er mit uns schwätzt. Super, der ist jetzt erzürnt. Was ein Scheißdreck. Ehrlich jetzt? Mich will doch hier, dieses Spiel will mich doch jetzt echt verarschen, oder? Ach, na gut, wenigstens die letzten paar Worte ist er. Du bist gewonnen, Waldläufer. Der dunkle Herrscher bestraft dich. Er wird alle Menschen bestrafen. Echt jetzt? Wieso redest du nicht was mit deinem Bruder, Mann? Scheiße! Das nervt mich wirklich bei denen. Ah, schade. Naja, egal, ist trotzdem nice, so einen zu sehen. Weil halt die spawnen halt so selten. Finde ich. Willst du mich verarschen? Denn da ist kein Gegner, ich glaub's hackt. Du meinst hier, Feuer ist dein Metier, Feuer ist meins. Sehr gut. Ah, ich liebe diese Rüstung. Die erleichtert es halt bei manchen Sachen, ist wirklich mit der zu zocken. Es gibt halt so ein bisschen Atempause. So. Bist du fällig. Boah, nee, der hat einen Hinrichtungskonter. Boah, Alter, hat er mich erwischt. Ich brauch Pfeile. Scheiße, scheiße, scheiße. Jawohl, jetzt hau mal richtig drauf, ey. Dieser Uruk meint, er kann was. Der kann gar nichts. Der kriegt auf die Fresse. Oh, shit.
brauche ich nur mal ein bisschen Leben wieder. Nicht ein bisschen Leben, ein bisschen Elbenwut. Leben ist auch gut. Alter, wir haben voll viele Orlocks hier. Ich hab ne Idee. Wo ist er? Nice, gegen Frost ist er nicht immun. Was zum Teufel? Jawohl, noch ein paar letzte Worte wenigstens. Ha. Dein Blut fließt als nächstes. Ja, aber deins zuerst. Ah. Das war cool. Das war eine schöne Festung. Muss ich mal ganz ehrlich an der Stelle sagen. Leider haben wir es nicht geschafft, mit uns allen zu unterhalten, weil es gab hier viele Uruks, die ja relativ special Dialoge führen können. Trotzdem aber die Verrückten waren geil. Der Langweiler, ja, schade, dass er nicht da über die Geschichte Mordors gequatscht hat. Ist halt so, man kann es nicht dran ändern, ne? Den Undurchschaubaren, mit dem hätte ich auch nochmal ein bisschen mehr gesprochen. Aber gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, bleibt dabei, macht's gut. Ciao.